Herzlich willkommen zur Einführung in Ubuntu. Du siehst hier Ubuntu in der Version 11.10 mit der neuesten Unity-Oberfläche. Und ich möchte kurz hier die Benutzeroberfläche vorstellen. Ich fange jetzt hier mal auf der rechten Seite an. Hier findet man übliche Einstellungen, die es bei jedem Betriebssystem gibt. Wenn ich hierher klicke auf dieses Symbol, dann hier weiter nach links gehe, klappe ein paar Menüs auf. Wenn ich hier bleibe und dann herunterfahre, die auf Systemeinstellungen gehe, sieht man hier die wichtigsten Einstellungen, die zu diesem Betriebssystem gehören. Wenn ich hier zum Beispiel auf Drucken gehe, einmal mit der linken Maustaste, habe ich hier noch keinen Drucker hinzugefügt, ich habe keinen installiert. Wenn ich hier auf Hinzufügen gehen würde, könnte ich hier nach Druckern bei mir im Netzwerk suchen. Ja, und auf diese einfache Art und Weise kann man hier die einzelnen Menüpunkte auswählen. Hier könnte man dann zum Beispiel die Darstellung verändern. Man könnte hier ein eigenes Design verändern. Wenn ich hier wieder zurückgehe auf alle Einstellungen, bekomme ich hier wieder zu dieser ursprünglichen eingeblendeten Möglichkeiten. Und hier kann man sich dann die wichtigsten Dinge eben dann einstellen. Gut, wenn ich jetzt hier weiterschaue, habe ich hier andere Dinge, die ich mir noch anschauen könnte. Wenn ich hier zum Beispiel auf Anwendungen sind aktuell gehe, dann bekomme ich hier momentan gerade hingeschrieben Anwendungen sind aktuell. Wenn ich hier mit der linken Maustaste hergehe, mit der sogenannten Aktualisierungsverwaltung und ich könnte jetzt hier überprüfen, mir dann anzeigen lassen, welche Updates gerade zu installieren sind. Und dann hier auch Aktualisierungen installieren. Ich schließe das hier jetzt, mache hier weiter. Ich könnte hier zum Beispiel den Bildschirm sperren. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufstehen würde, eine Kaffeepause machen würde, dann wäre der Bildschirm gesperrt. Probiere ich das mal aus, ob das jetzt hier auch so schön funktioniert. Das ist jetzt hier. Und ich müsste jetzt hier ein Passwort eingeben und das Masterpasswort hier bei meinem Proberechner ist Schule. Das ist das sogenannte Masterpasswort, mit dem ich alles Mögliche auch machen kann, installieren kann und verändern kann. Ja, über Drucker haben wir schon in einem anderen Zusammenhang gesprochen. Bildschirm sperren, Ruhezustand, Bereitschaft und abmelden sind auch für sich eh in sich logische Befehle. Und herunterfahren würde bedeuten, dass ich hier jetzt, wenn ich hierher gehen würde, könnte ich jetzt hier den Computer neu starten oder ich könnte den Computer auch dann ausschalten, sprich herunterfahren. Ja, dann gibt es hier die Möglichkeit zwischen verschiedenen Benutzern zu wechseln. Ich könnte mir hier noch, ich bin in der Schule hier angemeldet, könnte hier noch andere Benutzerkonten dann zum Beispiel mal ansprechen, könnte hier ein weiteres Konto anlegen, wenn ich hierher gehen würde und auf den Sperren gehen würde. Ich habe hier wieder mein Masterpasswort. Gebe dann hier ein Schule in diesem Fall, klicke auf Legitimieren, dann bin ich jetzt erinnert und könnte hier zum Beispiel automatische Anmeldung auf Ausschalten. Das heißt, wenn ich einen Computer dann starten würde und die automatische Anmeldung wäre ausgeschaltet, müsste ich dann beim Einloggen dann das richtige Passwort eingeben. Das wäre in meinem Fall Schule. Ja, dann habe ich hier die Möglichkeit, das Datum einzustellen, den Kalender zu bearbeiten. Hier habe ich die Möglichkeit, die Lautstärke zu verändern. Ja, und hier könnte ich dann zum Beispiel entsprechende E-Mail-Programme und so weiter starten. Dann haben wir hier eben diesen Desktop. Wenn ich am Desktop bin, komme ich hier schon zur linken Seite. Ich komme hier zum Launcher und kann hier dann, wenn ich hier draufklicke mit der linken Maustaste, wird hier ein Menü ausgeklappt. Alles funktioniert immer mit einem einzigen Mausklick. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nach allen möglichen Dingen, die auf meinem Computer eben abgelegt sind, hier suchen. Könnte ich hier dann auch, wenn ich jetzt hierher gehe, könnte ich hier zum Beispiel bestimmte Anwendungen durchsuchen. Ich könnte hier nach bestimmten Dateien suchen. Hier sieht man die zuletzt verwendeten Dateien. Und ich könnte auch, wenn ich hier bei mir eine Musiksammlung hätte, könnte ich hier auch dann eine Musiksammlung durchsuchen. Wenn ich jetzt hierher gehe, was ich also gewählt habe, ich kann es auch wieder wegnehmen oder einen Klick drauf, kann ich hier zum Beispiel noch eine Anwendung suchen, das wäre, gebe ich GIMP ein, drücke dann die Pfeiltaste nach unten und kann das hier dann zum Beispiel starten, indem ich hier dann eben die GIMP auswähle und dann mit der linken Maustaste drauf drücke und dann wird GIMP dann auch gestartet. Sieht hier ist mein GIMP-Programm gestartet und hier sieht man schon eine Besonderheit hier bei Ubuntu. Wenn ich hier ein aktuelles Fenster ausgewählt habe und ich dann mit der linken Maustaste hinauffahre und dann wieder runterfahre, werden die Menüpunkte eingeblendet und auch ausgeblendet. Man versucht dadurch sehr viel an Platz zu sparen. Also in dem Fall wäre das hier zum Beispiel Datei
neu. Man könnte hier dann die entsprechende Zeichenfläche einrichten. Hier habe ich sie nun. Wenn ich das Programm beenden möchte, dann kann ich hierher gehen zum Beispiel. Hier auf das X oder ich kann hier gehen vorher noch und das maximieren. Und siehst du, der gesamte Bildschirm ist jetzt hier wirklich mit diesem Programm letztlich ausgefüllt. Wenn ich jetzt hier wieder herauf mit der linken Maustaste, mit der Maus, dann wird das Menü eingeblendet. Wenn ich hier runterfahre, wird es ausgeblendet. Wenn ich es beenden möchte, gehe ich hier herum her. Beende das somit. Du siehst, dass dieser Bereich hier links oben wird dann wieder eingeblendet, solange kein Programmfenster maximiert ist. Dann komme ich hierher. Hier kann ich mir die entsprechenden Dateien anzeigen lassen. Klick hierher. Ich habe dann hier ein Verzeichnis. Hier kann ich meinen persönlichen Ordner mir anzeigen lassen. Das entspricht den eigenen Dateien unter Windows. Oder ich kann hierher gehen zu Dateisystem und kann dann hier zum Beispiel bestimmte Ordner auswählen. Wenn ich jetzt hier wieder herauffahre, es wird wieder das Menü eingeblendet, kann ich hier die Ansichtsarten verändern. Ich könnte mich jetzt zum Beispiel in Listendarstellung zeigen lassen. Ich fahre wieder herauf, es wird wieder eingeblendet. Ich könnte das kompakt darstellen lassen. Also diese Ansicht hier wird dann anders dargelegt. Und so kann ich dann zu den entsprechenden Ordnern gehen. Die Arbeitsfläche würde im Windows dem Desktop entsprechen und so weiter und so fort. Ich schließe das jetzt hier. Habe weitere Startmöglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel den Firefox mit einer linken Maustaste starten. Und da wird man dann gestartet. Firefox ist schon fix installiert hier bei Ubuntu. Wenn ich jetzt hier mit der linken Maus, mit der Maus hier rüberfahre, dann wird das hier wieder eingeblendet. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel hier in Google Chrome starten oder zum Beispiel LibreOffice Writer. So das Nachfolgeprodukt oder Parallelprodukt zum OpenOffice. Ich habe jetzt hier das also eingeblendet und ich könnte jetzt zum Beispiel hierher gehen, fahre wieder hier links rein und sehe dann hier Pfeile, die links und rechts eingeblendet sind. Links bedeutet, dass ich hier ein OpenOffice-Dokument geöffnet habe. Wenn ich hierher fahre, sehe ich, dass links ebenfalls ein Pfeil ist und dass der Firefox geöffnet ist. Und der Pfeil hier rechts deutet an, dass gerade momentan im Vordergrund das Fenster vom LibreOffice Writer geöffnet ist. Wenn ich jetzt hierher fahre und nochmal einen Doppelklick mache, wird eine weitere Writer-Datei geöffnet. Wenn ich jetzt, na, hat bei mir nicht funktioniert, ich mache das jetzt mit der mittleren Maustaste oder mit dem Mausrad, mache einen Doppelklick. Ja, jetzt hat es funktioniert, es wird auch angezeigt. Jetzt habe ich hier auf der linken Seite drei Pfeile, das heißt, ich habe jetzt hier drei Fenster offen. Ja. Und könnte dann, wenn ich hier draufklicke, zwischen diesen dann wechseln. Kann man ganz bequem dann zwischen diesen dann das aussuchen. Ich gehe jetzt zum Beispiel hierher und schließe das, schließe es noch einmal und habe jetzt wahrscheinlich, wenn ich richtig gezählt habe, was auch stimmt, nur noch ein Fenster offen. Dann gibt es hier weiter die Möglichkeit, LibreOffice Calc zu starten, Impress. Und hier sind wir schon beim Ubuntu Software Center. Wenn ich hierher gehe und das auswähle, das Ubuntu Software Center, brauche ein bisschen, bis es bei mir gestartet ist. Ich mache vorher noch den Writer zu. Jetzt wird es langsam gestartet. Dann sehe ich es hier, wähle sie mir das aus. Auch nochmal den Firefox zu. Doppelklick drauf und es ist maximiert. Und hier siehst du schon eine schöne Übersicht und eine ganz praktische Sache, die man mit Ubuntu in Verbindung bringen kann. Ubuntu bietet einem die Möglichkeit, viele Dinge, im Prinzip die meisten Dinge kostenlos sich hier installieren zu lassen. Hier hast du zum Beispiel eine Auswahl von Programmen, die man einfach mit einem Mausklick installieren könnte. Wenn ich jetzt hier auf der linken Seite mir diese Kategorie anschaue, kann ich hier einfach durchgehen und sehe dann zum Beispiel hier, ja, diese ganzen Programme hier könnte ich zum Beispiel jetzt einmal installieren. Ich gehe hier wieder zurück, gehe zum Beispiel zur Bildung und sehe dann hier eine Reihe von Programmen, also wirklich sehr, sehr viele Programme, die ich hier einfach installieren könnte. Wenn ich das jetzt machen wollte, könnte ich jetzt zu einem hingehen, könnte hier zum Beispiel GeoGebra mir auswählen. Ich kann hier auf weitere Informationen gehen und hier werden mir Dinge dann eingeblendet, zum Beispiel auch Bewertungen werden mir eingeblendet und könnte jetzt auch hierher gehen und zum Beispiel das Programm installieren.
wird dann ein Passwort von mir verlangt, ist dieses Masterpasswort. Vorhin schon gesagt, dass es in meinem Fall hier für das Video das Passwort Schule ist. Und man sieht dann, dass hier der Pfeil nach rechts geht. Oben sieht man auch hier im Fortschrittsdarstellung. Und das wird gerade installiert. Ich kann jetzt hier weitergehen und weitere Dinge mir anschauen, die ich vielleicht installieren möchte. Alles wird praktisch automatisch dann heruntergeladen. Wenn ich hier auf Inkscape zum Beispiel gehe, sehe ich ebenfalls das Programm, eine Kurzbeschreibung dazu. Ich habe hier zum Beispiel auch noch Erweiterungen, die ich dann zusätzlich noch damit installieren könnte. Ich werde das jetzt einmal probieren. Hier steht, wie viel heruntergeladen werden muss. Ich klicke auf Installieren und das Programm wird dann installiert. Geht sie wieder zurück und kann dann dementsprechend, vielleicht noch einmal, und kann dementsprechend hier dann einige Dinge dann einfach mir dann aussuchen und einfach durch einen Klick dann installieren. Es sind wirklich zigtausende von Programmen, die man hier dann kostenlos im Internet herunterladen kann und dann in sehr praktischer Art und Weise verwenden kann. Gut, ich gehe jetzt wieder hierher. Ich minimiere das Ganze, es verschwindet. Ich sehe hier dann wieder meinen Launcher und könnte dann wieder, wenn ich hierher draufklicke, wieder da zurückkehren und sehe dann zum Beispiel, dass hier noch ein Programm installiert wird. Ich minimiere das Ganze dann nochmal. Ja, es gibt dann noch eine weitere praktische Möglichkeit. Man kann zum Beispiel geöffnete Programme auf mehreren Desktops verwenden. Und das bedeutet dann, wenn ich hier zum Beispiel einmal so eine Datenansicht mir einblende, dann wieder hergehe und vielleicht einmal den Firefox starte, ist wieder gestartet, könnte ich hier ebenfalls hergehen, falls ich wieder nach links und lass mir zum Beispiel einmal, was habe ich jetzt hier alles schon, den Writer einblenden. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, die Programme auf mehreren Desktops zu verteilen. Das geht dann ganz einfach, wenn ich jetzt hier wieder herfahre, habe ich hier den Arbeitsflächenumschalter. Ich kann jetzt hierher gehen und kann zum Beispiel hier dieses Fenster auf diesen Desktop ziehen, kann den Firefox hierher ziehen, habe dann hier zum Beispiel meinen Nautilus, nehme hier dieses Dateiverwaltungsprogramm, klicke jetzt hier rein, Doppelklick und sehe jetzt momentan nichts. Die Programme sind aber nicht verschwunden. Wenn ich jetzt hier wieder hergehe, kann ich dann ganz bequem wieder da zurückschalten zum Beispiel. Ein Doppelklick kann ich dann wieder, mit einem einfachen Klick kann ich die wieder hier auswählen. Ich kann ebenfalls mit der Tastenkombination Alt-Tabulator, kann ich ebenfalls zwischen diesen einzelnen gerade geöffneten Programmen dann wechseln, könnte dann in den Vordergrund die dann setzen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Programme sehr schön wieder in einem Desktop dann zu verteilen. Ich gehe jetzt mal daher, schiebe alle wieder vielleicht in den ersten hinein, mache jetzt wirklich, lege alle wieder herein und schaue jetzt, dass ich die alle einfach ausrichte. Doppelklick auf ein kleineres Fenster, ziehe es ganz nach rechts rüber und dann wird es automatisch ausgerichtet. Gehe dann hier herein und ziehe das dann ebenfalls hinüber und habe das dann hier links und rechts dann automatisch aufgeteilt. Da kann ich also den ganzen Bildschirm sehr schön nutzen, wähle es jetzt hier wieder aus und kann dann hier zum Beispiel hergehen und könnte dann den Firefox dann auch wirklich beenden. Gehe dann hierher, beende es. Und so weiter und so fort. Man sieht hier schon, dass das ganz praktisch ist, wenn das hier ausgeblendet wird. Wenn ich hierher gehe, kann ich, wie gesagt, hier auch nach Programmen suchen. Könnte hier zum Beispiel, wenn ich den Namen wüsste, eines Programms, gebe ich hier Writer ein, springt mir hierher und darunter habe ich dann die Dateien, die eingeblendet sind. Wenn ich jetzt nur hierher gehe, dann werden mir die Dateien eingeblendet. Ich suche dann wirklich nur in den Dateien und suche jetzt nach einer Datei. In dem Fall habe ich hier Hallo mir geholt und habe sogar hier meine PHP-Dateien, die ich vorher programmiert habe, ebenfalls hier alle aufgefunden. Und so kann ich in sehr bequemer Art und Weise auf meine ganzen Daten zugreifen. Ja, jetzt vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Wie kann ich Symbole am Desktop der Arbeitsfläche sortieren? Wenn ich die rechte Maustaste nehme, kann ich hier zum Beispiel angeben, dass nach Namen
sortiert wird, und schon wird hier alles letztlich dann umsortiert. Ja. Wenn ich jetzt hier hergehen würde und das da herschieben würde, könnte ich wieder die Ordnung dementsprechend dann wieder etwas auflösen. Ja, wie kann man eine Verknüpfung machen? Geht man am besten jetzt hier herein in so einen Ordner. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu einem Ordner wie hier WinSoftware eine Verknüpfung zu machen. Ich mache jetzt aus mit der rechten Maustaste, suche dann Verknüpfung anlegen. Es wird dann hier diese Verknüpfung angelegt und die ziehe ich mir dann einfach heraus auf den Desktop und habe die dann hier auf dem Desktop. Ich kann sie dementsprechend auch natürlich dann hier löschen, was hier bedeutet, in den Müll verschieben. Wie kann man die Bildschirmauflösung verändern? Das könnte man zum Beispiel einerseits gut machen hier über diese Bereich hier mit den Systemeinstellungen. Darüber hinaus kann man natürlich auch dann Systemeinstellungen dann aufrufen und die werden dann hier links eingeblendet. Zeige ich das vielleicht gleich einmal. Gehe her, Systemeinstellungen. Wenn ich ein Programm geöffnet habe, das hier noch nicht angezeigt wird, wird das hier dann dargestellt. Und ich kann dann hier zum Beispiel hergehen, auf Bildschirme gehen und kann hier dann zum Beispiel die Auflösung verändern, in dem Fall bei meinem Monitor. Man sieht wiederum, dass das hier dann wieder nicht mehr da ist, dieses Zeichen. Wenn ich das jetzt noch einmal mache, Systemeinstellungen, könnte ich jetzt hierher gehen, rechte Maustaste, dann könnt ihr mir anklicken, im Starter behalten. Und wenn ich das jetzt hier schließe, ist dann trotzdem noch im Starter drinnen. Mit einem Mausklick wird das Ganze hier geöffnet. Ich kann es auch dann umsortieren, wenn ich es mit der linken gedrückten Maustaste herausnehme, kann ich dann zum Beispiel hergehen. Wenn ich dann nicht mehr erinnern haben möchte, wähle ich dann im Starter behalten nicht mehr an und es verschwindet dann letztlich. Ja, wo kann ich das Thema, das Design meiner Benutzeroberfläche verändern? Ich gehe hier auf rechte Maustaste, Hintergrund der Arbeitsfläche verändern, bekomme hier dann Hintergrundbilder eingeblendet. Ich könnte hier jetzt auch ein anderes nehmen. Ich könnte zum Beispiel, was nehmen wir aus dem da? Qualwahl. Ich wähle mir das zum Beispiel hier aus. Ich könnte auch den, jetzt das Design verändern, das Thema verändern. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Radiance nehmen und das schaut dann etwas anders aus, die ganze Schrift. Ich bleibe bei Ambience. Das gefällt mir persönlich am besten. Wenn ich jetzt wieder den die Hintergrundfläche verändern möchte, gehe ich wieder her und habe wieder diese Darstellung. Ja, wie kann man ein Programm etwas eingeben? Hier zum Beispiel starte ich LibreOffice, schreibe hier zum Beispiel meinen Namen hinein, könnte das Ganze dann zum Beispiel ausdrucken, hier wird es wieder geschlossen. Ja, dann, wie könnte ich zum Beispiel meinen Namen zum Beispiel malen. Ich könnte hier dann nach einem Programm suchen. Wenn mir da keins einfällt, könnte ich jetzt wieder hierher gehen zum Ubuntu Software Center. Es wird dann gestartet. Ich kann mir hier dann eine Liste von bereits installierten Programmen anzeigen lassen. Ich gehe hier auf Installiert. Na, gehen wir nochmal her. Und er zeigt mir dann auf der linken Seite hier verschiedene Kategorien an. Kannst dich erinnern, dieses GeoGebra, das ich gerade vorhin installiert habe, hier Bürosoftware, und hier würde es sich jetzt anbieten, eine Grafik zum Beispiel hier zu starten, ein Grafikprogramm, und das wähle ich jetzt hier aus, habe gesehen, dass ich es installiert habe, weiß also, was es jetzt ist, gehe auf hier auf GIMP, klicke auf Start, und schon wird es gestartet. Und hier könnte ich dann zum Beispiel auch, wenn ich meine Zeichenfläche angelegt habe, hier oben, könnte ich dann zum Beispiel mit einem Stift meinen Namen malen. Ich spare jetzt mir den Rest zum Malen. Ich möchte das jetzt nicht speichern, schließe dann auch endgültig dann dieses Programm hier. Ja, wo kann ich jetzt mir einen Taschenrechner starten? Könnt ihr jetzt hierher gehen. Auf gut Glück könnte ich jetzt hier mehr Anwendungen anzeigen lassen. Anwendungen, die in der letzten Zeit heruntergeladen wurden. Probiere jetzt hier mal Rechner zum Beispiel. Gibt es so etwas?
Gibt es einen Taschenrechner vielleicht? Taschenrechner. Und ich habe Glück. Es gibt tatsächlich einen Taschenrechner. Hier könnte ich dann zum Beispiel 2 plus 2 ist gleich 4 berechnen. Wo findet man jenen Bereich, in dem man die zuletzt besuchten Ordner sich anzeigen lassen kann? Das ist hier, über persönliche Ordner. Könnte ich hier jetzt mal reingehen und mir generell die Ordner anzeigen lassen. Wenn ich jetzt aber hier wieder hergehe, kann ich hier mir dann über Datei finden, zum Beispiel die zuletzt verwendeten Dateien anzeigen lassen. Ich kann hier, wenn ich auf Suchergebnisse filtern gehe, sogar noch genauer anzeigen lassen, die letzten 7 Tagen, letzten Jahr. Bestimmte Typen kann ich eingrenzen, der Größe nach, ob es Bilder, Musik oder was auch immer ist. Kann ich dieses Feld auch wieder verschwinden lassen. Wo kann man die Lautstärke verändern? Das habe ich im Eingang schon erwähnt. Das kann man hier machen, indem man links und rechts eben dann anführt. Wie kann man bei Windows den sogenannten Task Manager und bei Ubuntu die Systemüberwachung starten? Bei Windows ist die Steuerungstaste Alt entfernen und bei Ubuntu die Systemüberwachung. Das müsste dann hier versteckt sein unter Systemeinstellungen. Und da könnte man dann zum Beispiel hier mal schauen. Eine Systeminformation. Da wird man dann aber nur was bekommen? Hier eine Übersicht an und für sich der installierten Programme. Wenn ich aber hier jetzt hergehe, wiederum zu meinem allgemeinen Menü, habe ich hier schon einen Eintrag, nämlich Systemüberwachung. Die Systemüberwachung öffnet dann ein Fenster, in dem ich hier Grunddaten zu meinem System habe. Sie haben mir hier die Prozesse angezeigt, dann die Ressourcen, die ich hier zur Verfügung habe, also wie die CPU, der Prozessor gerade arbeitet, wie viel Speicher verbraucht wird und dergleichen mehr, und welches Dateisystem von mir hier an meinem System hier beansprucht wird. Den Dateimanager einblenden lassen kann man hier. Also von hier aus kann ich dann meine Dateien mir noch näher anschauen und auch bearbeiten. Dann Netzwerkverbindungen. Kann man einerseits dann hier herum sich dann betrachten lassen. Wenn ich jetzt hierher gehe, habe ich hier Informationen und dann wiederum über die Systemeinstellungen kann ich mir hier den entsprechenden Eintrag suchen. Der wäre dann hier bei Netzwerk zum Beispiel. Hier könnte ich dann verschiedene Dinge dann einstellen letztlich. Dann, bei welchem Menü des Dateimanagers kann man sich dann zum Beispiel die Eigenschaften einer Datei zeigen lassen. Das wäre dann hier wiederum. Wenn ich mir eine Datei anzeigen lassen würde, die rechte Maustaste auf Eigenschaften gehen würde, kann ich mir hier zum Beispiel Zugriffsrechte anzeigen lassen und überhaupt, wann sie erzeugt wurden zum Beispiel. Dann, wenn ich eine Datei öffnen möchte zum Beispiel, schaue ich hier mal, ob ich hier eine Grafik habe. Kann ich hier zum Beispiel festlegen mit rechter Maustaste, ob ich sie mit einem Bildbetrachter öffnen möchte, mit einem vorgegebenen Programm, oder wenn ich auf Öffnen mitgehe, muss ich mit einer anderen Anwendung mir öffnen möchte. Ich bekomme hier vorgeschlagen, ich könnte aber auch weitere Anwendungen hier auswählen. Mit denen sollte dann mein Bild zum Beispiel oder was auch immer es dann sein mag, dann geöffnet werden. Und wie kann man jetzt Dateiberechtigungen verändern? Könnt ihr hergehen? Dann einen Schreibschutz zum Beispiel drauflegen lassen, Zugriffsrechte verändern lassen, indem ich hier dann einstelle, dass man zum Beispiel es nur lesen kann, aber nicht schreiben darf darauf. Ich könnte jetzt hierher gehen, kann auch lesen und schreiben damit, also ich kann es auch verändern. Oder ich könnte auch hier hinschreiben, zum Beispiel wenn es meine Programmdatei wäre, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe, dass ich auch das Programm ausführen möchte. Ich kann meinen Papierkorb öffnen, ich fahre hier links unten hin. Könnte den Mülleimer direkt leeren oder mache jetzt einen Doppelklick drauf und ich bekomme dann hier die Verknüpfung, die ich vorhin gerade noch gelöscht habe und könnte diese dann auch wieder herstellen. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Und bekomme sie dann wieder hier hergestellt. Ja, und könnte sie dann wieder, das war diese hier, kann sie aber auch natürlich dann wiederum in den Papierkorb, in den Müll verschieben. Den Speicher kann man sich wiederum anzeigen lassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe, dann könnte ich hier zum Beispiel mir dann etwas öffnen lassen und sehe dann hier zum Beispiel über Eigenschaften,
wie groß dann hier zum Beispiel hier dieser Ordner dann letztlich ist. Wie könnte man einen Bildschirmschoner einstellen? Einen Bildschirmschoner kann man auch für sich einstellen, wenn ich jetzt hierher gehe, wieder zu den Systemeinstellungen mich bewege, und dann gibt es hier dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Darstellung etwas zu verändern, den Hintergrund, Bilder und dergleichen mehr. Ich gehe wieder zurück zu allen Einstellungen, kann jetzt hier auf Bildschirme gehen, kann hier die Bildschirmerkennung dann verwenden und könnte jetzt dann zum Beispiel, könnte dann letztlich, wenn ich meinen Bildschirm schon einstellen möchte, hier auf Bildschirm gehen und könnte hier die Sperre dann letztlich auf Ansetzen, und dann kann ich hier dann zum Beispiel angeben, wann sich dieser Bildschirm dann abschalten sollte. Und daraus ergibt sich dann auch letztlich dann die Möglichkeit, überhaupt erst einen Bildschirmschoner dann auch zu verwenden, weil sonst würde der Bildschirm ja ständig eingeschaltet bleiben. Dann, wo kann ich mir die wichtigsten Systemeigenschaften einblenden lassen? Das haben wir eigentlich hier schon gehabt. Wenn ich auf Systemeinstellungen gehe, letztlich kann man bestimmte Grafiken als Hintergrund festlegen. Hier mit rechter Maustaste Hintergrund der Arbeitsfläche ändern. Kann ich mir die Hintergrundbilder dann einstellen, die ich möchte. Wenn ich hier auf Plus gehe zum Beispiel, kann ich mir hier aus dem Nautilus, das heißt aus dem Datei, von einer bestimmten Datei in einem Verzeichnis dann mir die entsprechenden Grafik dann aussuchen. Ja, die Updates zu einem Programm installieren und überhaupt zum Betriebssystem installieren, geht bei Ubuntu recht praktisch hier über diese Anwendungen, Anwendungsverwaltung, Aktualisierungsverwaltung. Wenn ich jetzt hier auf Prüfen gehe, schaut bei mir Ubuntu nach, ob das jetzt hier aktuell ist. Hier werden bestimmte Informationen heruntergeladen, ob es schon wieder neue Dinge gibt, die man installieren könnte. Und das betrifft jetzt hier nicht nur das Betriebssystem selber, sondern auch alle Programme, die hier installiert sind. Das ist ein großer Unterschied zum Windows-Betriebssystem. Ich habe jetzt keine gefunden, was ganz praktisch ist. Ich kann jetzt hier auf Schließen gehen. Das Programm neu starten kann man hier über herunterfahren. Könnte jetzt hier neu starten wählen, was ich jetzt aber nicht mache. Und zum persönlichen Ordner gelangt man hier, indem ich hier mit der linken Maustaste draufklicke, und hier werden dann auch eigentlich alle wichtigen Dokumente dann auch gespeichert. Ja, die Downloads zum Beispiel, hier habe ich ein Programm angelegt. Musik könnte man hier zum Beispiel hinterlegen. Und ja, gezielt nach Dateien suchen macht man hier, indem man hier etwas eingibt, und schon werden die Dateien dann ausgeworfen. Wenn ich hier spezielle Dateien wähle, werden auch zusätzlich hier dann die letzten Dateien dann angegeben. Zum Schluss möchte ich dich noch auf die sogenannte Super-Taste hinweisen. Ist mir bei den meisten Computern gleichzeitig auch die Windows-Taste, wenn man die drückt und länger gedrückt lässt, erscheinen dann hier auf der linken Seite die einzelnen Nummerierungen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Windows-Taste gedrückt lassen würde und den Zweier drücken würde gleichzeitig, dann würde auch dann das Programm Firefox gestartet werden. So kann man auf sehr bequeme Art und Weise dann so mit einer Kurzwahl dann dieses Programm starten. Also zum Beispiel Super-Taste, also Windows-Taste und 8, wird mir dieses Programm hier zum Beispiel gestartet. Und so siehst du dann, wie leicht es sich ein Programm starten lässt. Ich hoffe, dir hat die Einführung etwas gebracht und du findest dich hier recht rasch in Ubuntu 11.10 zurecht.